Im All-Stars-Dschungelcamp kämpfen nur noch 6 Kandidaten um den heiß begehrten Titel. Doch wer wird die Krone erobern? Reality-TV-Star Michelle Monbalein hat bereits ihre Favoritin gekürt. Für mich ist Georgina die absolute Gewinnerin. Michelle verrät Promi-Flash. Georgina ist echt der Hammer. Ja, sie polarisiert, aber sie fängt sich immer wieder und ist mega direkt. Die ehemalige Sommerhauskandidatin ist begeistert von Georgina und fühlt sich als Zuschauerin bestens unterhalten. Und Michelle hat recht, Georgina zeigt, was sie drauf hat. Bei den Dschungelprüfungen bewies sie nicht nur Mut, sondern auch außergewöhnliches Talent. In einer Challenge musste sie in einem Müllcontainer mit Fröschen, Kampfameisen und Kakerlaken nach Sternen suchen. Aber das alles konnte Georgina nichts anhaben, sie blieb cool und brachte 6 Sterne nach Hause. Auch im Labyrinth glänzte sie und sorgte für ein leckeres Abendessen im Camp, obwohl sie sich die Herausforderung mit Kader Loth und Sarah Knappig teilen sollte. Am Ende kämpfte sie allein 5 Sterne für die Gruppe. Doch Georgina punktet nicht nur bei den Prüfungen, sondern auch im Umgang mit ihren Mitcampern. Während sich die Gruppe gegen Julia Siegel stellte, hielt Georgina treu zu der Dejean. Sie ließ sich auch bei den hitzigen Diskussionen nicht einschüchtern und setzte klar ihre Meinung durch. Bleibt dran, um zu erfahren, ob Georgina wirklich die Dschungelkrone erobern wird. Abonniert unseren Kanal und verpasst keine spannende Minute des Dschungelcamps.